Jetzt, wo Hannibal geschlagen ist und die punischen Kriege vorüber sind, müssen wir unseren alten Feind Karthago ins Imperium holen. Die Karthager haben die Niederlage nicht ohne Widerstand hingenommen. Auch wenn es uns noch so sehr schmerzte, wir mussten ihre Stadt schleifen und ihre Einwohner nach Rom bringen, in Ketten. Ihr sollt nun eine neue Stadt in der Nähe des alten Karthago errichten und moderate Wertungen erreichen, um zu demonstrieren, dass Karthago tatsächlich auf immer und ewig eine römische Stadt ist. Trotz unseres perfekten Sieges operieren noch immer einige Überreste der karthagischen Armee in diesem Gebiet. Und obwohl ihre Hauptstadt in Trümmern liegt, sind diese Karthager noch immer wilde Kämpfer, die dich tatenlos zusehen, wie Römer ihr Land besiedeln. Bereitet euch auf einige böse Überfälle vor. Karthago ist eine große Provinz, um deren Fruchtbarkeit es jedoch nicht allzu gut bestellt ist. Das wenige Ackerland, das es gibt, ist in den Händen der dortigen eingeborenen Stämme. Diese Barbaren werden euch keinen Ärger bereiten, solange ihr euch von ihrem Dorf fernhaltet. Benutzt die Spezialkarte Risiken, um zu sehen, welches Gebiet sie für sich beanspruchen. Baut einen Missionsposten auf dem Land dieser Eingeborenen. Eure Missionare werden ihnen dort einige Grundlagen zivilisierter Lebensart beibringen. Irgendwann einmal werden sie dann sogar Handel mit euch treiben. Wenn ihr Karren zwischen dem eingeborenen Dorf und den Lagerhäusern eurer Stadt hin und her fahren seht, haben die Eingeborenen eure Anwesenheit akzeptiert und ihr könnt problemlos auf ihrem Land bauen. Dank eurer ausgezeichneten Leistung ist die karthagische Bedrohung ein für allemal ausgelöscht. Unsere einstigen Feinde sind jetzt loyale römische Bürger, zumindest die, die noch atmen.